bei einem kurzen Rundgang durch die City von Brüssel sind wir zunächst auf dem Grand Place. Hier findet der Markt statt. Wir blicken auf das Rathaus, welches im 14. Jahrhundert erbaut wurde. Rund um den Platz errichteten Händler ihre Gildenhäuser in verschiedenen Stilen. Hotel de Ville, Rathaus, Sitz von Bürgermeister und Stadtrat. 1401 bis 1459 erbaut. Im Brabanter Gotik, asymmetrisch. Der Turm ist 96 Meter hoch, leicht geneigt. Die Fassade zieren viele Skulpturen. Auf dem Turm Michael, der Schutzpatron der Stadt. Gegenüber vom Rathaus, Monsieur de Roy, war Sitz des spanischen Monarchen, heute Museum. La Maison de Dutch de Brabant besteht aus 6 klassischen Gildenhäusern. Fast sämtliche Häuser gehören Gilden, zum Beispiel Bäcker, Metzger, Schiffer oder Kurzwarenhändler. Weiter geht es zum Charles-du-Bulls-Platz. Mitten auf dem Platz befindet sich der Charles-du-Bulls-Brunnen. Denkmal zu Ehren von Charles-du-Bulls, einem ehemaligen Bürgermeister von Brüssel aus dem Jahre 1881. Der Platz ist von Lokalen umsäumt, mit herrlichen Außenbereichen. Zum Zeitpunkt unseres Besuchs in Brüssel befand sich ein kleiner Markt mit verschiedenen Ständen von Modeschmuck auf dem Platz. Auch Straßenmusiker finden hier ihre Zuhörer. Je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherchais l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème. Nun gehen wir ein Stück durch die Galerie St. Hubert. Erbaut 1847 unter Leopold I. Es ist die erste Passage in Europa in Anlehnung an die Renaissance bzw. im Stil des Neoklassizismus. Im 19. Jahrhundert Treffpunkt der eleganten Gesellschaft. Dichter wie Victor Hugo oder Alexandre Dumas hielten hier ihre Lesungen ab. Karl Marx lebte in Brüssel von 1845 bis 1848. Er beschimpfte die Galerie als das hässliche Gesicht des Kapitalismus.
Ein kurzer Blick in die Rue de Bourges. Häuser aus dem 17. Jahrhundert, an ihren Fassaden darf nichts verändert werden. Nun kommen wir zum Wahrzeichen von Brüssel, dem Manneke Pis. Die Bronzestatue ist 30 cm hoch, in einem kleinen Park. Unterhalb der Kathedrale entdecken wir die Büste von König Baudouin. Nun blicken wir hinauf zur imposanten Krönungskirche der Kathedrale St. Michael und St. Gudula. Nun geht es mit dem Zug wieder heimwärts bis Eupen. Wäre noch zu erwähnen, dass für Senioren ein Hin- und Rückfahrticket 6,20 Euro kostet. Zu dem Preis kann man noch weitere Ausflüge in einer der schönsten Städte Europas machen.